wir hier veranstalten. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir mit dieser Protestveranstaltung, dass das auf jeden Fall wahrgenommen wird bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wenn die da hier quasi durch so ein Spalier laufen müssen an aktiven... Ja, aber lass uns nochmal Sprechchöre anstimmen. Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Wir wollen keine Wagen! Wir wollen keine SUVs! Fahrradverkehr wollen wir mehr! Straßenbahn wollen wir fahren! Mobil ohne Auto und ohne CO2! Mobil ohne Auto und ohne CO2! Wir sind ja heute hier. Klimaschutz reicht es einfach nicht mehr, nur noch über Trippelschritte und Scheinlösungen zu reden. Wir brauchen wirksame Maßnahmen und kein weiteres Gerede, sondern endlich einmal Klimaschutz machen. Der Verkehrssektor, hatte Gerhard eben schon angesprochen, ist das Problemkind des Klimaschutzes. Die Emissionen steigen, statt zu sinken. Und dafür reicht es eben nicht nur über Digitalisierung und Parkraummanagement zu reden, sondern es braucht fundamentale Schritte und uns rennt die Zeit davon. Dafür muss Scheuer nicht die Verkehrswende stoppen, sondern die Klimakrise stoppen und einen Gang höher schalten, aufs Tempo drücken bei der Elektromobilität. Das heißt, raus aus Diesel und Benziner so schnell wie möglich. Er muss dafür sorgen, dass ab 2025 Neuwagen nur noch elektrisch sind. Und dass generell wir weniger vom Auto abhängen, sprich Bus, Bahn, Radverkehr, Fußverkehr endlich ernst nehmen und dementsprechend fördern. Verkehrsminister Scheuer muss den Menschen ins Zentrum der Verkehrspolitik stellen. Bisher macht er das immer mit dem Autoverkehr und damit fährt der Karren vor die Wand. Das Problem ist bundesweit, wir haben die Friday for Future Bewegung gesehen und das, was gerade hier stattfindet, das, was hier steht, ist einfach der größte Mittelfinger für die junge Generation und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Es liegt an Herrn Scheuer, die Maßnahmen der Verkehrskommission nicht auszubremsen, keine Denkverbote auszusprechen, sondern endlich wirksame Maßnahmen denken und machen zu dürfen. Was passiert, wenn die Kommission heute... wir schauen mal, was passiert, zusammenbleibt und einen Maßnahmenkatalog erstellt. Dann liegt es an Scheuer, die entsprechenden Maßnahmen auch auszuwählen und umzusetzen. Und wir protestieren für Verkehrswende und gegen die Klimakrise und dafür, dass Scheuer endlich einen Gang höher schaltet. Schön, dass ihr heute da seid. Bestimmt 2,5 Tonnen. Jeder von euch kann ca. 30 Kilo heben. Ja, da bewegt sich schon was, das sieht man richtig. Super. Es ist anstrengend, ja, also ihr müsst richtig, ihr gebt jetzt alles, einmal mal richtig nach oben ziehen, den scheiß SUV, den scheiß Geländewagen, sorry, das habe ich nicht gesagt. Okay, geben wir nochmal alles? 3, 2, 1. Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt. Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt. Ihr könnt mit den Schildern auch hinter den Geländewagen. Super. Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Klimakrise stoppen, Verkehrswende jetzt! Ja, da bewegt sich doch was! Super! Das sieht gut aus! Okay, doch nicht so dolle. Vielen Dank! Ihr seid super! Wer nicht hüpft, will SUVs und ruft da immer mit! Wer nicht hüpft, will SUVs! Wer nicht hüpft, will SUVs! Wer nicht hüpft, will SUVs! Wer nicht hüpft will SUVs, 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 wer nicht hüpft will SUVs. Ja, sehr schön.